Muss reingucken, da, ne? Prost! Hey! Ja. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Video. Ja, hallo. Hallo und... So doch. Ja, mach doch einfach so. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Ja, hallo. Wir haben vor, heute einen Putzvlog zu drehen. Wir haben jetzt den Umzug... Du auch. Nein. Doch. Schön. Okay. Ich drehe einen Putzvlog, Sascha putzt. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Umzug gut überstanden. Es ist eigentlich auch alles verräumt. Und es ist aber noch super dreckig. Ja, noch viel Arbeit. Noch viel Arbeit, aber es ist auch sehr staubig. Und wir hatten ja zwei Haushalte und irgendeine Sache bleibt immer liegen. Und das wollen wir heute beseitigen. Wir müssen alles Mögliche machen. Wir nehmen euch mit. Und wir fangen heute im Badezimmer an, weil der Raum, wo ich am wenigsten Bock drauf habe, muss ich immer als erstes machen. Nee, sonst habe ich da keine Motivation mehr. Gott sei Dank ist ja nicht viel wegzuräumen. Nee, aufgeräumt ist alles, weggeräumt ist auch alles. Es geht rein ums Putzen. Und da habt ihr ja immer richtig Bock drauf. Und würde ich sagen, legen wir los. Ne? Jojo. Kuss. Jojo. So, wir haben nichts extra sauber gemacht vorher. Es ist wirklich die reine Wahrheit, ne? So sieht es eigentlich immer aus, ne? Gar nicht wahr. Kann man das sehen? Hier gerade noch meine Pinsel sauber gemacht. Also solche Sachen sind einfach liegen geblieben. Das da und das da. Ich meinte eigentlich dich. Naja, solche Sachen sind liegen geblieben. Die Wanne sieht auch toll aus, obwohl die keiner benutzt hat. Alles Staub und so. Und das machen wir jetzt mal. Und Sascha fängt jetzt an. Ja, mit was? Als erstes sprühen wir mal alles ein. Am besten machen wir die Scheibe zuerst, weil die ist schon sehr kalkig. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir mit ein bisschen Musik und im Schnelldurchlauf. Viel Spaß! I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Judge me and I'll make you understand, yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under when nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me. So, Badezimmer haben wir dann jetzt auch endlich fertig. Ist auch wieder picobello sauber. Und ich habe gerade zum ersten Mal den Bodenreiniger von Everdrop ausprobiert. Das ist so ein Bodenreinigungspulver, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nie gehabt. Ihr müsst ihr einfach einen halben Teelöffel, war das glaube ich, ja, auf 1 Liter Wasser, wir hatten 2, also einen Teelöffel, von dem Pulver reinmachen und das riecht voll lecker. Nach Zitronen, Gras und Sandelholz. Richtig, richtig gut. Und so riecht das Badezimmer auch. Und es hat echt verdammt gut sauber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir haben hier so Feinsteinzeug und das kann man nicht richtig gut putzen. Also nicht mit jedem Putzmittel. Damit ging es echt super. Da war nur der Spiegel und die Türe mega dreckig. Und ihr wisst ja, ich bin so ein absolutes Glasreiniger-Opfer. Hallo. Ich habe hier auch den Glasreiniger von Everdrop. Und der ist richtig, richtig gut. Der ist wirklich saumäßig gut. Und wisst ihr, was das richtig Geilste an diesem Produkt ist? Es ist A, eine Glasflasche. Es ist nachhaltig. Ihr habt keinen Plastikmüll. Und ihr könnt die immer wieder auffüllen mit so Tabs. Also ihr mischt euch das immer mit Tabs an, richtig, richtig gut. Es geht super schnell, super easy. Und da kommt der Sascha schon wieder. Immer wenn ich irgendwas sage, ist er auf einmal da. Ist er am Start. Ich habe sogar von Everdrop einen Rabattcode für euch bekommen. Und zwar einen 10% Rabattcode. Der nennt sich Simply Jessie. Der ist in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen. Könnt ihr die Sache mal ausprobieren. Bis jetzt sind wir sehr, sehr begeistert davon. Am coolsten war der Schwamm. Auf jeden Fall. Der Schwamm war richtig gut. Der war dünn wie eine Scheibe. Richtig aufgeschwammt. Ja, der war dünn wie so ein Blatt Papier und danach war der einfach so dick und es ist richtig geil. Neuer Hashtag, aufgeschwammt. Aufgeschwammt. So, weiter geht's. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. I'm not pretending, I'm born like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care, I don't really care, yeah. No, I don't really care, I don't really care, yeah. They're calling me a mad woman, mad woman, mad woman. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care, I don't really care, yeah. Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman. Like it, like that.
schafft jetzt nur noch die Wäsche in den Trockner, wollte ich schon sagen, in die Waschmaschine. Und heute sind Handtücher alle dran. Und dann haben wir es geschafft für heute. Ich liebe das ja, wenn Handtücher dann in den Trockner kommen und die dann schön flauschig sind. Richtig schön. Ich glaube, das mag jeder, oder? Ich wasche übrigens meine Wäsche auch mit dem Waschpulver von Everdrop. Leute, das riecht so unglaublich gut. Und das Geile ist, es riecht nicht nur gut, es ist halt auch umweltschonend. Und ihr braucht einfach nur ein so ein Löffelchen. Ihr kommt Ewigkeiten damit hin. Ich habe hier einmal Vollwaschmittel und einmal Collarwaschmittel. Und wie schön sind diese Dosen, bitte. Das steht dann auch da drauf. Kann man hier vielleicht sehen, ne? Wäsche, Collar und Wäsche voll. Richtig, richtig schön. Wirklich, das ist so durchdacht alles. Es ist einfach nur sehr, sehr schön gemacht. Ich feiere das und die Sachen sind wirklich super sauber danach. Oh, so. Wir sind fertig mit dem Haus. Alles ist blitzeblank. Alles ist wieder sauber. Und wir sind total fertig. Wir sind wirklich fix und fertig. Aber wir waren beide sehr fleißig. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich setze euch, wie gesagt, nochmal den Link von Everdrop unten in die Infobox. Die Produkte sind wirklich gut. Kann ich euch nur ans Herz legen. Sie sind wirklich auch schön anzusehen. Ich finde diese Glasflaschen so toll. Besser als diese ganzen Plastikkram, den man immer so rumstehen hat. Und man braucht einfach nur 3-4 Reiniger. Die kann man dann fürs ganze Haus benutzen. Das freut mich. Ist natürlich auch platzsparender. So, ich sag jetzt mal tschüss. Bis zum nächsten Video. Den Eimer müssen wir noch wegräumen. Ja, tschüss. Da ist der fleißige Mann. Und wir sagen mal bis zum nächsten Video. Tschüss.